Weiter geht es, City Skylines. Ja, wir starten direkt wieder durch und wir sehen, wir müssen neue Gebäude für unsere Einwohner schaffen. Dann machen wir das doch sofort. Gehen wir mal hier auf die Seite der Autobahn und sagen, dass wir hier mal die Straße ein bisschen ausbessern. Man sieht hier den ganzen Verkehr. Würde ich sagen, da müssen wir dann auch recht schnell schauen, dass wir die Autobahn hier über den Canal Grande rüberbringen. Und dann sagen, dass hier keine LKWs fahren dürfen, beziehungsweise sobald der Autobahnanschluss da liegt, sollten sie eh die Autobahn benutzen, statt die normale Straße. Und dann bauen wir noch ein paar mehr von den breiten Straßen. Wir machen jetzt hier dichte Besiedlung rein. Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, was man hier für Straßen benutzt. Die breiten Straßen lassen sich auch super einfach, weil sie nämlich genau gleich breit sind, upgraden zu den sechsspurigen Straßen. Da ist dann einfach hier der Mittelstreifen halt nicht da und der ist genauso breit halt wie die beiden Straßen. Und man kann die Straßen noch ein bisschen zusammenquetschen, hat man hier sogar noch so einen schönen Grünstreifen am Rand, der das Ganze noch ein bisschen hübsch aussehen lässt. Auch das genau gleich breit dementsprechend. Wenn man diese Straßen hat, ist man sehr gut vorbereitet darauf, auch noch ein bisschen größeres Verkehrsaufkommen gut handeln zu können. Wenn man selbst mit den sechsspurigen Straßen nicht weiterkommt, ist der einzige Weg, den man dann noch hat, die Einspurigkeit zu machen, also die sechsspurigen Straßen dann einspurig befahren zu lassen. Und wie ihr seht, Straßenbau kostet Unmengen an Geld. Für dieses kleine Stückchen hier 2000. Da kann man ganz schnell dran pleite gehen, aber ich sehe ja, dass wir im Positiven sind, also kann ich hier ohne großartig nachzudenken die Straßen einfach bauen. So, hier zwischendurch, das kostet nochmal 7000. Das ist jetzt ein bisschen arg teuer, bis wir das zusammenbekommen. Dann baue ich hier lieber so ein paar Straßen per Hand noch durch, so ein paar kleinere. Und die machen wir jetzt auch schon einspurig, weil die halt eben nur, also nein, nicht einspurig, sondern es sind nur zweispurige Straßen und die machen wir als Einbahnstraße, das wollte ich eigentlich sagen. Damit wir da die Verkehrsprobleme in den Griff bekommen können. Straßen hin und her schalten zwischen Einbahnstraße und Normal geht leider nicht, aus dem einfachen Grund, dass der Spieler nicht weiß, in welche Richtung die Einbahnstraße gehen soll. Da fände ich es allgemein noch ganz nett, wenn man die Richtung der Einbahnstraße nachträglich ändern könnte. Das fände ich, ja, fände ich ganz gut. Und dann wäre es nämlich auch möglich, normale Straßen einfach zu Einbahnstraßen zu machen und dann kann man die Richtung ja im Nachhinein so anpassen, wie man sie haben möchte. So. Dann hier noch in die Gegenrichtung. Muss natürlich auch irgendwie, wenn man hier in die eine Richtung fährt mit der Einbahnstraße, auch irgendwie wieder zurückkommen. Und nochmal 700. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das mal hier. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Da kommt weiterhin Gewerbegebiet dran. Ja, zumindest am äußeren Rand. Innen können wir vielleicht doch auch schon Wohngebiet setzen. Und hier in diesem ganzen Innenbereich ist die Frage, manchmal hat man auf einmal wieder so einen Sprung, dass extrem viel Gewerbegebiet benötigt wird. Meistens reicht es halt, wenn man irgendwie so einen Straßenzug entlang ein bisschen Gewerbegebiet baut, der größte Teil einfach Wohngebiet ist. Da müssen wir einfach schauen, wie die Nachfrage so aussieht. Man kann ja auch mal ein Viertel komplett nur Gewerbegebiet machen, das ist ja auch kein Problem. Müssen wir dann mal schauen. So, Stadtplanung, Hochhausverbot können wir mittlerweile machen. Sehr gut. Oh, und natürlich, jetzt hätte ich es fast vergessen, Wasser, beziehungsweise ich hab's vergessen, wurde nur durch das Spiel dran erinnert. Ich würde sagen, wir verbinden jetzt hier mal die beiden Wassernetze. So. Und wir brauchen Geld,
Wunderbar. Man sieht übrigens immer die ganzen Sachen, die man für den Distrikt festgelegt hat, hier als kleines Symbol. Wenn man sich ein bisschen auskennt oder wenn man die halt öfter benutzt, dann erkennt man die Symbole halt auch relativ schnell auf den ersten Blick. Das ist dann ganz praktisch. Dann sieht man sofort, welche seiner Bereiche oder welche der Bereiche welche ja, Vertiefung haben, was gerade für Richtlinien aktiv sind. Das ist halt wirklich ganz nett gemacht. So, noch ein bisschen mehr Industrie freigegeben hier. Wohngebiete werden noch gefordert, aber da ziehen ja auch noch immer Leute ein. Und dann können wir jetzt, nein, wobei jetzt nicht, weil das viel zu teuer wäre, aber wir können mal langsam die Autobahn dann hier weiterziehen. Hier schauen wir dann mal, nehmen wir uns hier vielleicht dieser Straße an, bauen dann eventuell auch nochmal eine Auffahrt hier auf diese Straße. Könnte ich mir gut vorstellen da. Und dann knickt die Autobahn hier so nach oben ab und geht dann hier irgendwie raus, vielleicht auch hier wieder runter, vielleicht auch einfach da oben lang, dass wir hier unten... Weil die Autobahn nimmt natürlich viel Platz weg. Also wenn wir die hier mitten durchziehen, haben wir da rechts und links davon nicht mehr so viel Platz. Vielleicht ziehen wir die hier oben drüber und dann hier und da bauen wir dann den Flughafen hin später. Aber das ist noch lange hin bis dort. Müssen wir mal schauen. Okay, ja. Gewerbegebiet. Hier Industriegebiet. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht können wir auch hier ein Bürogebiet machen. Das ist halt ein bisschen schade, weil wir hier die Schienen haben. Wir können natürlich auch das hier zu einem Bürogebiet umfunktionieren. Was wiederum schade wäre, weil wir da ja die Ölvorkommen haben. Wobei ich sehe gerade, das Öl ist schon fast aufgebraucht. Hier sieht man es. Hier ist schon überall kein Öl mehr. Dann würde ich sagen... Ändern wir das jetzt hier mal eben so ein bisschen um. Dass der Ölhafen sich jetzt hier erstreckt. Wenn das so schnell aufgebraucht wird, dann können wir ja zuerst das Stadtnahe von Öl befreien. Jetzt gerade mal einfach die Distrikte schnell umgetauscht. Man könnte es auch natürlich einfach umbenennen und die entsprechenden Richtlinien festlegen. Aber man kann es ja auch so einfach durch die Markierung hier umtauschen. Ja, dann bauen wir jetzt hier das ganze Öl ab. Und wenn das weg ist... Dann werden wir da einfach Bürogebäude draufsetzen. Das finde ich jetzt gerade zumindest nach einem... ja, gefällt mir recht gut. Klingt nach einem schönen Plan in meinen Augen, Ohren, wie auch immer. Würde ich dann gerne so umsetzen. Genau. Wunderbar. So, die beiden Windräder, die setze ich jetzt auch mal weg. Auf die Insel, die wir sonst momentan eh nicht benutzen. Alles verbunden, wunderbar. Dann können wir das hier auch noch der Industrie freigeben. So, hier ist wieder was abgebrannt. Die Müllkippe kann auch vielleicht dann nach hier umziehen. Das sollte auch kein Problem sein. Und dann schauen wir, dass wir irgendwie noch irgendwie Straßen oder so dahingelegt bekommen. Wobei, wenn hier nur noch Gebäude, also nur noch Bürogebäude sind, keine Industrie mehr, dann brauchen wir eh keine so schnelle Anbindung, weil da keine Lastwagen mehr fahren dann. Das ist dann, glaube ich, auch in Ordnung. So, haben wir hier noch alles verbunden mit Strom? Die Häuser sagen nein. Die Grafik sagt auch nein, sehe ich gerade, weil hier zu wenig Gebäude gerade stehen, um das zu verbinden. Dann machen wir so. Und das nach da, damit hier der Windpark noch drin ist. Hier hat sich jetzt gerade die Verbindung auch wieder erstellt. Und da haben sie auch wieder Strom. Wunderbar. Hier haben wir eh eine eigene Stromversorgung. Mit diesem einen Windrad. Hier brennt's. Wo ist unsere Feuerwehr? Ah, die Symbole finden, da haben wir es doch. Ah, die steht schon da. Also wir wollten nur in den Modus gehen, weil dann die Fahrzeuge eingefärbt sind in lila. Schöne Farbe. Übrigens, man sieht ja, die Feuerwehr ist auch immer hier ins Industriegebiet reingefahren, obwohl da der Straßenbereich gar nicht grün eingezeichnet ist. Also es ist halt, so wie ich es jetzt erkenne, so, dass die nächsten freien Fahrzeuge dahin geschickt werden. Wenn es nicht mehr grün ist, ist halt die Chance, dass das nicht immer erreicht wird oder weil sie zu spät kommen oder weil dann nicht genügend Fahrzeuge vorhanden sind.
Also da ist die Chance dann einfach da, dass da kein Brand mehr gelöscht werden kann. Aber wir haben ja schon gesehen, dass da sehr wohl der ein oder andere Brand auch gelöscht wird. So, hier sehen wir jetzt mittlerweile, was ist das für ein Symbol? Überschwemmung? Bist du dir da sicher? Ist vielleicht irgendwie durch das Bauen der Karte hier mal so ein Stückchen Wasser hingeschwemmt. Wenn man die Kanäle verändert, dann schwappt immer Wasser über. Kann sein, dass jetzt hier irgendwie noch ein, ja, ein Tropfen Wasser quasi hier rumrollt. Und weil das hier alles komplett flach ist, also das ist alles genau gleich hoch hier, kann es sein, dass das Wasser sich wirklich quasi hier jetzt gefangen hat. Wäre natürlich schade, wenn man das jetzt nicht benutzen könnte, das Gebiet hier, weil da Wasser angeblich liegt, obwohl man es nicht sieht. Naja, müssen wir mal näher verfolgen. Ansonsten hier, also ich wollte halt den Wasserstand möglichst nah haben, dass hier keine hohe Kante ist. Das stört mich halt bei den meisten auch vorgebauten Karten, dass hier die Kante zum Fluss extrem hoch ist. Hier ist es sogar so niedrig, dass die Brücke sich leicht nach oben biegt, wenn man drüber geht übers Wasser. Finde ich aber ehrlich gesagt ganz hübsch. Bei Citizen Motion 2 habe ich das sogar manchmal selber extra so gebaut, dass die sich leicht nach oben biegt. Von dem her finde ich das gar nicht schlecht. Ja, und hier sieht man diese extrem langsame Strömung. Das Wasser hat immer noch nicht den Ausgang der Lagune erreicht, das Schmutzwasser. So, mal schauen. Okay, ja, irre gerade so ein bisschen ziellos umher, weil wir haben nichts zu tun gerade. Soll ich einfach nochmal die ganzen Sachen durchgehen. Wir haben ja hier unsere Parkanlagen noch nicht nachgebessert. Zum Beispiel hier der ganze Bereich hat noch keine. Jetzt könnte man die hier so reinstellen eigentlich. Finde ich ganz hübsch. Ich glaube, das machen wir auch. Bumm, mitten rein. Hier vielleicht eine kleinere. Schade, dass es nicht so viele gibt, die so weit nach hinten reinreichen, also schmal und lang sind. Das fände ich ganz nett. Wobei man die natürlich mit dem Asset Editor auch einfach selbst erstellen kann. Das habe ich ja kurz in der ersten Folge gezeigt, dass es diesen Editor gibt. Wie er funktioniert, habe ich jetzt nicht gezeigt. Oh, der ist ein bisschen sehr groß. Der ein bisschen sehr klein. Trotzdem zu groß, um nur ein Haus abzureißen. Ja, der ist halt echt schön, dass der so weit reinreicht. Aber immer denselben kann man ja auch nicht bauen. Vielleicht bauen wir dann hier einfach ein großes Gebäude später rein. Die habe ich ja auch schon mal kurz gezeigt und bauen da jetzt einfach den Park mal an eine etwas andere Stelle. So, hier auch noch so ein großer Bereich für ein größeres Gebäude. Und hier am Rand, wir können den Park am Rand bauen auch. Verschenkt natürlich dann die Hälfte seines Einflussbereichs. Aber hier muss eh nur noch der Bereich hier abgedeckt werden. Oh, wir bauen den da passt er schön in die Ecke. Sehr hübsch, kleiner Spielplatz. Und hier ist irgendwo, genau, da ist ein Gebäude abgebrannt. Was ich ganz nett finde, ist diese Symbole. Wenn man reinzoomt, sieht man, hier sind ganz viele Häuser nebeneinander, die Probleme haben. Drei Stück, die verlassen sind. Wenn man rauszoomt, dann verbinden sich irgendwann plopp die ganzen Symbole zu einem größeren. Jetzt sieht man hier noch ein paar. Wenn man weiter rauszoomt, verschwinden halt immer mehr von den kleinen und verbinden sich zu einem größeren. Das heißt, man sieht irgendwo in dem Bereich ist ein Problem. Dann zoomt man rein und dann sieht man halt, wo genau es ist. Und das finde ich halt echt ganz nett gelöst, so auf diese Art. Sonst hätte man, wenn die wirklich jetzt alle einzeln bleiben beim Rauszoomen, den ganzen Bildschirm voller Symbole. Das will natürlich auch kein Mensch. Also so schon ganz praktisch eigentlich. Ah, hier unser Bus. Null Passagiere. Na gut, im Industriegebiet arbeitet momentan eh keiner. Also der Bus wird sowieso die ganze Zeit leer dahin fahren. So, mal schauen, ob der sich jetzt auch mal neu bildet. Ja, ein bisschen was bildet sich. Aber es ist irgendwie auch gerade gar keine Nachfrage danach vorhanden. Was mir noch ein bisschen fehlt ist, wenn jetzt hier so ein Gebäude verlassen ist. Das ist gar nicht verlassen. Wo ist es denn? Hier zum Beispiel. Dann steht da nicht, warum es verlassen wurde. Ist aufgrund. Ah doch. Na, schaut doch mal an. Jetzt
wollte ich mich gerade aufregen. Aufgrund von Arbeitermangel ist es verlassen worden. Ah, da war die Arbeiterbildung, war das, glaube ich, oder? Genau, zu geringe Arbeiterbildung. Na gut, habe ich gar nichts gesagt. Ich bin wieder still. Ist mir jetzt wirklich gerade das erste Mal aufgefallen, dass das ja doch da steht. Oh, hier brennt wieder was. Wir haben ja noch gar keine Gebäude in diesem Bereich. Das sollten wir direkt dringendst nachholen. Großen Gebäude können wir uns leider alle gar nicht leisten. Aber so eine Schule, die ist relativ wichtig. So, Grundschule können wir uns auch nicht leisten. Dann bauen wir hier nochmal eine Querstraße durch, wenn wir sie uns leisten könnten. Was haben wir denn gerade so wenig Geld? Habe ich irgendwie Geld ausgegeben, wo ich nicht mehr dran denke gerade? Hier mal in die andere Richtung die Straße ein bisschen gedreht. Also wir haben jetzt hier schon ein relatives Blockmuster, einfach dadurch, dass ich hier diese Straße in dieser Weise dahingezogen habe. Das sollten wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auflockern im hinteren Bereich. Sonst haben wir hier quasi auch so Rechteckblöcke, nur dass die nicht ganz gerade sind, die Straßen. Das ist natürlich nicht die Lösung, wenn ich sage, dass ich das nicht gerne baue. Müssen wir gleich mal schauen oder späteren Folgen. Wieso haben wir kein Geld? Kein Geld. Steuern könnte man erhöhen, aber die meckern dann immer sofort rum, dass die Steuern so hoch sind. Naja, ach Leute, ich habe sie auch gerade erhöht. Problem ist, die ziehen dann auch wirklich aus. Hat man im Endeffekt weniger von, als wenn man die Steuern tief lässt. Holen wir uns hier nochmal ein paar Leute rein. Sehr gut. Geld, 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 Geld. Warten wir mal ein bisschen. So. Wie sieht's aus mit Krankenversorgung? Das geht sogar noch, aber da werden wir dann hier irgendwie da zum Beispiel oder so. Na gut, hier geht's überall nicht wegen der Krümmung der Straße. Da würde es gehen. Auf jeden Fall für diesen ganzen Zipfel hier auf der Seite vom Grand Canal werden wir dann mal ein Krankenhaus uns dahin basteln. Und natürlich, es ist ja hier keine Küstenstraße, da werden erstens ja natürlich noch Häuser an der Straße stehen und dann werden wir auch ganz, 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 ganz viele Brücken über den Kanal drüber bauen, sodass der quasi wirklich in die Stadt integriert ist, also gar nicht mehr so eine Grenze darstellt zwischen dem Teil auf der einen Seite und der auf der anderen Seite, sondern wirklich, dass da überall die Möglichkeit besteht, die Seite schnell und einfach zu wechseln. Das schon mal so eine kleine Vorausschau. So. Oh, jetzt habe ich das hier genau so gebaut, dass da ein bisschen noch nicht abgedeckt ist. Ich glaube, wenn ein Teil des Gebäudes abgedeckt ist, wird das schon reichen. Ich habe es jetzt zur Sicherheit mal ein Zipfelchen noch reingebaut. Oh, und wir können wieder neue Sachen bauen. Die große Stadt haben wir erreicht. Wasseraufbereitungsanlage. Und ein Krematorium. Krematorium ist auch was, ja, für die Toten, friedhofsmäßiges, nur halt extrem viel kleiner. Und die Wasseraufbereitungsanlage ist quasi eine Schmutzwasserpumpe. Nur dass man hier sieht, 85% des Schmutzes werden rausgefiltert. Das heißt, man hat eine deutlich geringere Verschmutzung, die dann aus diesem Rohr rausläuft. So, Gerichtsgebäude sieht man hier auch. Kriminalitätsrate über 50%, habe ich ja schon mal erwähnt. Ich persönlich habe es noch nicht geschafft. Wenn einer von euch es schafft, 50% Kriminalitätsrate zu erreichen, dann sagt mir doch mal bitte wie. Da habe ich nämlich echt keine Ahnung, was man da anstellen muss, damit man so viel Kriminalität in der Stadt hat. So, ich überlege gerade, wenn wir jetzt vielleicht ein neues Gebiet noch dazu kaufen, wie teuer wäre das? 7000, das gönnen wir uns doch direkt. Hier unten, die können wir jetzt vielleicht auch mal dazu kaufen. Aber dann können wir jetzt hier unsere Wasseraufbereitungsanlage hinstellen und dann fließt das hier auch sofort weg. Dann haben wir erstens geringere Verschmutzung und zweitens sind wir da direkt am Abfluss.
Müssen wir jetzt nur ein relativ langes Rohr legen. So, und da haben wir es ja verbunden mit dem restlichen Bereich. Dann können wir das hier mal abreißen. Das hier eigentlich auch. Jawohl. Weg damit. Und dann noch den Strom. So. Arbeitskräfte brauchen diese Dinger ja nicht. Dementsprechend ist das kein Problem. So, jetzt müssen wir nur noch wieder ewig warten, bis der ganze Schmutz hier mal abgeflossen ist. Man sieht es ja, wie langsam sich der Schmutz hier noch verbreitet. Die Strömung reicht einfach nicht aus. Aber ich hoffe doch mal, dass es irgendwann dann wieder weg ist, der ganze Dreck hier. Und hier hinten sieht man jetzt, kommt von der Farbe her wieder dasselbe raus. Aber das ist nur so eine Animation, die immer läuft. Und ja, das Ding sollte jetzt hier 85% weniger Schmutz haben. Vielleicht können wir das jetzt auch mit dem richtigen Stromnetz verbinden, aber scheint ja auch so zu funktionieren. Lassen wir das halt nochmal, bis wir hier die Gebäude gebaut haben, dann verbindet es sich ja automatisch. Hier ist auch ganz schön viel los. Wir können vielleicht mal so einen LKW verfolgen, der gerade offensichtlich mit Holz beladen ist, der dahinter nicht. Also man sieht die Beladung auch, genau, jetzt hat das gerade abgeladen. Und dann geht es nämlich auch schon wieder zurück. Wohin geht's denn? Kehrt zu Einrichtung zurück. Frage ich mich, wo diese Einrichtung ist. Weil Holz wird ja nur hier produziert. Wenn er jetzt irgendwie Holz holen möchte, ja, dann kann es nur sein, dass er auf den Kartenrand rausfährt. Schauen wir mal. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Das will ich mir jetzt noch anschauen. Kann dann auch hier noch das User-Interface ausblenden. Kameramodus geht. Hier haben wir schon Stau, Ampel wurde grün, konnte aber nicht fahren. Und ja, es geht auf die Autobahn. Wenn wir jetzt nicht hier sofort wieder runterfahren, nein, tun wir nicht, dann heißt das ab auf den Kartenrand. Das ist übrigens hier die einzige Straßenverbindung, also ich denke, dass habe ich zwar noch nie gesagt, aber das war offensichtlich, weil hier nirgendwo Straßen sind. Das heißt, es wird voll. Ich habe noch nie eine Karte gespielt, die nur eine Straßenverbindung hat. Immer mehrere. Und da ist schon die Autobahn immer voll gewesen. So ab, ja, ich würde sagen, 30, 40, 50.000 Einwohnern wird es echt ein Problem. Und da bin ich dann wirklich gespannt, ob wir das Verkehrschaos irgendwie in den Griff bekommen oder ob diese Karte dann unspielbar ist. Also, ich habe die Karte hier schon mal ein bisschen gespielt, aber noch nicht, ich sag jetzt mal, bis zum bitteren Ende durch. Dementsprechend, das wird auch für mich eine kleine Überraschung, wie gut das Ganze dann jetzt hier funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge wieder für heute. Nächstes Mal können wir wieder einiges bauen an Wohngebieten. Bis dahin hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.